Mal erkläre ich ja hier auf diesem Kanal immer ein paar tolle Sachen, was mit Technik zu tun hat. Selten bin ich auch mal ratlos, aber heute ist so ein Moment. Ich stehe hier vor einem iMac mit 27 Zoll. Der hat genau zwei Probleme. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Rechts oben hat er Clouding. Das ist wohl ein Fehler, den es öfters gibt bei dieser iMac 2010 Serie. Der zieht Feuchtigkeit in den Bildschirm rein und dann habe ich diese Wölkchen da oben. Die lassen sich auch nur sehr kompliziert reinigen. Da gibt es zwar ein YouTube-Video dazu, wie das geht. Ich muss aber sagen, da habe ich mich nicht rangetraut, weil da muss man was aufschneiden. Da habe ich die Finger von gelassen. Langfristig scheint es da auch, glaube ich, keine Lösung zu geben, denn das passiert dann nach ein paar Jahren halt natürlich wieder. Grundsätzlich ist das ein gutes Gerät. Er hat noch einen Core i5, also für ein Gerät von 2010 gibt es da nichts zu meckern. Den könnte man heute auch noch betreiben, wenn man eine SSD einbauen könnte. Und das ist der nächste Problem. Mal davon abgesehen, dass bei dem jetzt schon wieder die Festplatte kaputt ist, die originale, die eingebaut war. Da war auch mal Teil einer Rückrufaktion, ist aber nicht genutzt worden bei diesem Gerät. Also der hat noch die Festplatte drin mit dem bekannten Defekt. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich heute so ein Gerät betreiben will, will ich da eine SSD drin haben. Ich blende euch mal ein, was es bei Kravis kostet, einem Authorized Reseller von Apple. Da zahle ich über 400 Euro, um mir eine 1 Terabyte SSD einbauen zu lassen. Der Stundenlohn ist dann bei 100 Euro plus 50 Euro für ein Temperatursensor, den ich noch zusätzlich brauche. Also das heißt, ich habe 100 Euro plus 50 Euro, die ich mal als Schuld von Apple sehen würde, weil die das so kompliziert da gemacht haben. Und jetzt kommt meine Frage. Apple hat auch immer den Ruf, die sind zwar teuer, ich habe aber am Ende auch einen hohen Wiederverkaufswert. Ich habe jetzt schon mehrere Apple-Geräte gesehen, die wirklich massive Serienfehler haben. Die von den iPhones kennt man ja, dass die biegbar waren, dass man irgendwie seine Hand an einer bestimmten Stelle nicht haben durfte, weil es keinen Empfang hatte. Jetzt habe ich hier den iMac stehen, der hat als Serienfehler eine kaputte Festplatte. Der hat als Serienfehler, dass er quasi kaum zu reparieren ist, oder was heißt kaum zu reparieren, dass es halt einfach kompliziert ist, diese Festplatte auszutauschen, dass ich nochmal 50 Euro für diesen blöden Temperatursensor ausgeben muss und gleichzeitig dieses Clouding. Das Ding ist doch heute eigentlich unverkäuflich. Wer kauft sich denn so ein Gerät mit einem Bildschirm, der scheiße aussieht und ja, einer HDD drin oder einer kaputten HDD drin, wo ich weiß, dass ich das erstmal Aufwand auf mich zukommt, um da eine vernünftige reinzukriegen. Daher jetzt mal meine Frage an Leute, die den Markt vielleicht irgendwie besser überschauen können. Ist das Argument mit dem Wiederverkaufswert bei Apple heute echt noch gegeben? Die haben sich ja in der Vergangenheit auch einige Schnitzer geleistet. Ich habe jetzt hier so ein Teil bei mir stehen. Ja, und kann es echt nicht nachvollziehen, dass man da quasi fast Elektroschrott draus machen müsste, weil ja 400 Euro für eine Reparatur ist natürlich ein Mordsbetrag und das in ein 10 Jahre altes Gerät zu investieren, ja, finde ich sportlich. Natürlich kann ich das selber reparieren, habe ich jetzt beim anderen Gerät auch schon gemacht. Nichtsdestotrotz, die 50 Euro für den Temperatursensor muss ich halt immer nochmal ausgeben. Also bitte klärt mich auf, was hat es mit diesem Mac-Mysterium auf sich, dass die so teuer wiederverkauft werden können, weil ich sehe das aktuell nicht, dass ich dieses Gerät nochmal irgendwie vernünftig wiederverkaufen kann. Selbst wenn ich eine Eigenleistung reinstecken würde und eine SSD einbauen würde, habe ich immer noch den blöden Bildschirm. Also ich verstehe nicht, wie man da zu einem hohen Wiederverkaufspreis kommen soll. Oder bin ich jetzt hier ein absoluter Einzelfall und alle anderen Geräte sind irgendwie top? Also bitte, ihr habt die Kommentare, klärt mich auf.